Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. So, ich war ein paar Tage nicht da. Hatte ich, meine ich, auch erwähnt. Und ja, weiter geht's. Weiter geht's hier direkt in der Höhle. Und mir fiel ein, wir haben ein Nachtsichtgerät gefunden, ne? Okay, ist jetzt... auch nicht viel heller, ne? Ein bisschen vielleicht. Nee. Ablegen. Ist vielleicht ein bisschen heller, aber so ist gut. So. So, nehmen wir die Axt dazu. Sehr gut. Auf geht's. So, dann, wie gesagt, ich war ein paar Tage nicht da. Man könnte sagen, geschäftlich unterwegs. Habe Geschäfte getätigt. In weiter Ferne. Nein, ich war in der Heimat. Und eine Sache tauchte halt immer wieder auf in den Kommentaren. Ich fand das schon ganz witzig wegen den Pfeilen. Ja, ist ja gut, Dracula. Ist ja gut, ist ja gut. Warte mal gerade. Moment, muss mal ganz kurz hier. So. Meine Maus dümpelt da auf dem Desktop irgendwie rum, habe ich gerade gesehen. Ist aber jetzt weg, ne? Nee, ist immer noch auf dem Desktop. Was ist das denn? Wieso ist meine Maus auf dem Desktop? Jetzt geht's wieder. Okay. Ach ja, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Food and Drinking. Food and Drinking. So. Na dann auf geht's, wa? Das Ding kenne ich doch noch irgendwoher. Food and Drinking. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hier mal irgendwie... Lagen hier nicht ganz viele Armbrustpfeile? Ja genau, siehst du da, die sind auch schon welche. Was ist das denn hier? Achso, das sind die Gehirnstücke, ja. Gehirnstücke. Da ist ja trotzdem ein bisschen duster hier drin, ne? So. Hier so eine Dose Ramen, die kann man auch mal essen. Nehmen wir mit. Ich glaube, ich lasse trotzdem mal die Taschenlampe draußen, war. Man sieht ja kaum was hier drin. Obwohl hier irgendwie Licht ist, aber... Gehirnstückchen. Du trägst zu viel Steakstücke. Du trägst zu viel Speckstücke. Crunchies. Austern. Da lag rohes Fleisch. Okay, hier brauchen wir scheinbar eine Keycard. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir die haben. Do not leave the freezer door open. Was habe ich jetzt gegessen? Was ist das? Okay, lass nicht die Kühlschranktür offen, steht da. Armbrustbolzen. Ach ja, Armbrustbolzen sind das. Kann es sein, dass hier die Armbrust gab? Ist gut möglich, ne? Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Food for tonight's event only. Oh ja, gut, gut. Da ist auch noch einer. Ach, guck mal. Hier. Food for tonight's event only. Ich hab die Steakstücke so gefuttert. Ein Golfball. Ein paar Münzen. Prügeln ihm die Kohle aus dem Hintern. Sehr gut. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Okay, na dann... schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen werden. Ich glaube, wir kommen hier doch weiter. Ah, wir hatten die Keycard schon. Ich sag ja, ich... ich habe eine ganze Zeit lang nicht gespielt. Ich sehe, da hinten sind Babys. Toll. Nämlich genau wegen dieser Pfeile hier. Dass es ja eine Maximalanzahl an Pfeilen gibt.
Die Maximalanzahl der Pfeile wären also dementsprechend 6-mal explosiv. Plus 4 sind 10. Plus 6 sind 16. 20 hatte ich schon. 20 Pfeile hatte ich ja schon mal. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So. Gut. Dann haben wir jetzt davon 10, da 4, da 6. Dann haben wir unsere 20 Pfeile. So, dann schauen wir mal weiter hier. Das ist cool hier mit diesem Bewässerungssystem und so, ne? Generator läuft noch. So, und hier irgendwo lag doch, wenn ich mich nicht täusche, lagen auch irgendwo Pfeile. Oder vielleicht sogar die Armbrust selber oder so irgendwie was. Oder haben wir schon eine Armbrust? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Hatte ich die nicht sogar schon gefunden? Nö. Glaub nicht. Nö, aber wir haben einen Arm dabei, einen menschlichen. Das ist gut. Oh, die Babys wollen im Pool spielen. Das ist aber schnell. Das da hinten ist kein Baby. Fällt es auch mal irgendwann um? Mein kleiner Mad-Eagle hier. So. Den wir jetzt wieder ein bisschen Rüstung eingebüßt haben, schneiden wir uns erstmal so ein gutes Ding aus dem Rücken raus. 1, 2, 3, 4, davon 1, davon 1. Machen wir mal hier so ein bisschen Rüstung, wa? Können wir gerade brauchen. 1, 2, 3, 4. Waren das 4? Ich weiß nicht genau. Jo. Hin. Oh, perfekt. So. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lass mal gucken hier. Hier sind auf jeden Fall noch Pfeile. Da liegt sie doch. Da ist sie doch. Flupp. Bion. So, was hat er hier noch? Eine Energiemischung. Und irgendwie eine Dose. So, jetzt ist die Frage, steigen wir jetzt einfach um? Von Armbrust auf Flitzebogen? Was habe ich denn auf der 8? Ich glaube, auf der 8 habe ich noch gar nichts liegen, ne? Wir haben wie viel Bolzen? 15. Kann man denn Bolzen auch selber bauen? Ich weiß es nicht genau. Und vor allen Dingen, wie lade ich das Ding? Schießen kann ich schon mal nicht. Warum denn nicht?
Rechtsklick bringt nichts. Rechtsklick bringt doch was. Ach, okay, ich dachte, die spannt sich noch auf. Ein bisschen breiter. Okay. Na gut, dann probieren wir mal. Ich dachte, die wird noch vorne ein bisschen breiter. Ist eine Armbrust nicht normalerweise ein gutes Stück breiter? So, hier sind schon mal Bolzen neue, das ist gut. Ich werde mit Sicherheit einige verschießen. Ach, noch einer. Sehr gut. Du trägst zu viele Armbrustbolzen. Druckerharz, das ist gut. Vielleicht haben wir ja hier einen Drucker, dann können wir ein bisschen Batterien. Eine Glühbirne. Das kriege ich schon gar nicht mehr mit, das Harz da. Caution, Wet Floor. Ja, könnte man so sagen. Hier schwimmt alles. Alles schwimmt. Mann, oh Mann, oh Mann. Wassereinbruch im Partybunker oder was ist das hier? Polo Springs. Ja, muss ja irgendwie Partybunker sein, wenn die hier Event haben und Küche. Und also, was muss ja irgendwie hier eine Party gewesen sein. No need to panic, sagte die Stimme. Bin nur gerade hier mal so dazwischen. Mal gucken, ob hier irgendwo was ist oder so. Vielleicht findet man hier noch irgendwas. Das ganze Ding hier ist abgesoffen, ne? Da hinten wird es wieder trocken, glaube ich. Ganz viele Kabel liegen hier. Wir schwimmen sozusagen durch diesen Partybunker durch. Ach so, hier geht es noch hoch. Okay. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ach, das ist dieser Monitor, wo... Stimmt. Wo man dann sieht, dass da irgendwie alle bekloppt werden. Munition. Oh, was ist das? Ein Schrotflintenaufsatz. Hatte ich mir die Schrotflinte eigentlich schon ein zweites Mal geholt? Nee, ne? Wo liegt denn die Wände dann? Weiß ich gar nicht. Müsste die nicht auch da drin sein? Die wollte ich mir nämlich noch holen gehen, nochmal. Bei Gelegenheit. Oh, eine Keycard. Ach, guck mal an. Virginia Pafton.
Die Keycard von Virginia. So, was steht hier? Warte mal, ich mach mal gerade Licht aus. Wild Story. Plane Crash Survivor claims Pharmaceutical Company experimenting on mutated humans. Aha, wilde Geschichte. Überlebender von Flugzeugabsturz behauptet, pharmazeutisches Unternehmen würde an mutierten Menschen rumexperimentieren. Naja. Ja, und da sieht man dann, wie sich die Menschen in Mutanten verwandeln. Ich glaube, so ganz Unrecht hat er nicht gehabt. Ne, die stehen da auf der Party. Gemütlich essen, trinken. Und verwandeln sich. Schön. Sie sind alle mutiert. Sie sind einfach alle mutiert. So, warte mal, die Keycard stecken wir mal weg. Da liegt auch noch irgendwas. Jianju, someone needs to tell Puffton. I don't think the calculations mean what they think they do. Something very bad could happen. Everyone on the island can be in danger. I won't be part of this. Dr. Masaki. Aha. Also an Jianju, irgendjemand muss das Puffton sagen. Ich glaube nicht, dass die Berechnungen bedeuten, was wir glauben, dass sie das tun würden. Also ne, die Berechnungen sind auf jeden Fall irgendwas anderes, wie das, was sie glauben würden. Irgendetwas sehr Schlimmes könnte passieren. Jeder auf der Insel könnte in Gefahr sein. Ich möchte nicht Teil dessen werden. Dr. Masaki. So, da haben wir noch eine Dose. Die können wir nicht mitnehmen, also trinken wir die einfach. Haben wir denn sonst noch irgendwie was verdorbenes Fleisch? Das können wir fallen lassen. Dann hauen wir uns mal hier so ein Meal rein. Und trinken hiervon was. Wir könnten ja rein theoretisch uns gerade noch hier umschauen. Da liegt auch noch was zu lesen. Clean-up Request, Aufräumen, Anforderungen von Edward Puffton an Hank Keys. Hank, this is where their boats arrived. They've left them up abandoned there. Someone needs to clean this up. Ach, das ist da, wo die Boote lagen, genau. Also das hier ist die Stelle, wo die Boote ankamen. Sie haben sie da zurückgelassen. Irgendjemand muss das aufräumen. Das sind wahrscheinlich die Boote mit gemeint, die wir gesehen haben auf unserer Inseltour, ne? So, das ist hier das Dingsfleisch. Da ist noch ein... Ja, okay. Hier ist auf jeden Fall noch ein Laptop. Neuer Ort entdeckt, Wohnbunker. Ah, okay. Wir müssen zum Wohnbunker. So. Jetzt könnten wir doch eigentlich hier sagen... Wir nehmen hier mal unseren Topf. Machen den hier voll. Und dann holen wir uns hier mal gerade... So, machen wir mal hier schön ein Feuerchen. Cool, dass die Sprengkleranlage angeht. Nein! Das ist nicht dein Ernst. So ein Scheiß. So ein Kack. Bitte bleib an. Scheiß. Wie kriege ich denn jetzt den Topf wieder da runter?
So, genau. Okay. Also, das hat nicht gut funktioniert. Warum geht denn hier auch ein Sprinkler an? Okay, aber wir haben alles hier. Wir haben alles hier raus. Dann können wir jetzt hier lang. Hier haben wir ja eigentlich auch alles durchsucht, oder? War hier noch... Ne, hier war nichts mehr, ne? Dann können wir hier raus und dann können wir hier links rumgehen. Wir kamen da von rechts. Gehen wir mal hier lang. Okay. Oh oh, eine Cutscene. Ach, guck mal da. Alles voller Mutanten. Verdammte Kacke. Aber alles voll mit Mutanten. Ich nehme mal die Axt. Du hast doch schon mal gesessen. Oh, wie die Oma da rumspringt. Oh. Das ist nicht gut. Ich glaube, die Oma haben wir jetzt mal platt. So, okay. Shit. Oh. Oh, das war der falsche Pfeil. Scheiße, ich wollte den Opa nicht in die Luft sprengen. Sag mal. Oh, ey. Ich hab überhaupt nichts mit dem Kohlefaserpfeil. Jetzt rutscht mir doch ein Buckel runter, ehrlich, ey. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich hier überall meine Pfeile verschossen. Weiß der Geier, wo die alle hingeflogen sind. Jetzt könnte ich Kelvin gebrauchen, der mal meine Pfeile sammelt. Da liegen noch Steakstückchen. Guck mal, die hatten sogar einen Countdown hier. Die hatten sogar einen Countdown, der abläuft, bis sie sich verwandeln. Schön. So, wir schnitzen uns noch was aus der Oma raus. Die gute Rüstung. Die gute Rüstung von Edward. Aber Edward ist leider, naja... Hat sich ein bisschen verteilt. Aber hier liegen ja noch Mutanten. Vielleicht können wir die auch noch schnipseln. Hm. Nee. Die kann man nicht schnipseln. Das ist ja schade.
Ach, guck mal da. Was steht da? Unearthing unknown ancient artifacts. Also irgendwas mit uralten Artefakten. Wirklich lesen kann man es nicht. Digging monthly. Monatliche Ausgrabungen. Geil. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt haben wir die Paftens hier gefunden. So, genau. Und hier kommt man nämlich dann, jetzt kommt man nämlich hier rein. Und wir waren doch... Also hier war ich auf jeden Fall auch schon mal im Wasser. Da ist ja auch so ein Vieh drin gewesen gerade. Da kann ich mich irgendwie dran erinnern. Da können wir nichts kaputt machen. Da vorne ist noch eine Tür. Wo ist denn hier die Box? Den Baum können wir auch nicht kaputt schlagen. Achso, die Tür hier ist aber zu. Die ist versperrt. Edward Paften. Barbara Paften. Da ist Virginia. Aber das Schild kann man nicht aufheben. Stattdessen müsste man irgendwie hier das Steak essen. Hat die gerade gesagt, the next spaceship? Muss ich mal gerade zuhören. Na komm, wiederhol dein Ding da. Crunchy Wunchies, ja. Hallo. Die ganze Zeit labert die. Dann will ich mir das anhören, dann sagt die nichts mehr. Next spaceship, counting down to the next spaceship at 9 p.m. here in the dining room. Irgendwie sowas. Ja, das ist der Countdown. Für das nächste Raumschiff. Aber wieso denn für das nächste Raumschiff? Okay. Oh Gott. So, wir schauen uns mal gerade hier um. Dir ist kalt und du bist nass. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie noch weiterkommen, ob es hier irgendwo rausgeht. Und ja, hier geht's auch weiter. Okay. Na dann. Hier kann man nicht aufs Inventar zugreifen, ne? Okay, Wasser wird immer flacher.
Aus denen kann man sich halt keine Rüstung schnitzen. Das finde ich ein wenig schade. Irgendwas läuft da rechts an mir vorbei. Probieren wir mal ein bisschen die Armbrust aus. Wieso kann ich denn jetzt keine Bolzen mitnehmen? Den habe ich doch gerade verschossen. Na, das ist ja auch eine tolle Logik. Dann hatte ich ja vorher schon zu viele. Wie muss ich das denn verstehen? Scheiße, wir haben nicht nachgeladen. Oh, das da ist jetzt nicht schön. Hauptsache mal hier die Party aufgeräumt. Ich glaube, hier geht's raus, hä? Jo, hier geht's raus. Aha. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ach so. Okay. So, und was haben die uns jetzt markiert? Welcher Bunker ist denn jetzt markiert worden? Da oben ist ein gelbes Icon. Der, ne? Kelvin, alte Socke. So, mir ist ein bisschen kalt. Ich zitter schon. Das ist nicht schön. Achso. So, okay. Dann, pass auf, wir gucken mal gerade. Wo wir jetzt gerade sind, wir sind da, ne? Wir könnten natürlich, wir könnten nochmal da rüberlaufen, weil wir jetzt sowieso da in der Nähe sind. Da müsste doch die Shotgun liegen, ne? Dann gehen wir uns mal die zweite Shotgun besorgen. Ich glaube, die Höhle hier müssen wir uns nicht unbedingt, merken. Und wir müssten sowieso nochmal zum Strand. Und müssten uns dort noch ein paar Schildkröten mitnehmen, damit ich zu Hause das Ding da irgendwie mal fertig bekomme. So, das heißt, wir gehen jetzt einfach hier hoch. Wir laufen hier mal schön.
und gehen uns da oben die Shotgun holen. Geben wir mal hier Fersengeld. Wir sind auch ziemlich geschlaucht. Wir müssen unbedingt mal wieder ordentlich schlafen, ne? Mal im Bett schlafen und so. Och je, nee, nee, nee. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Nee, 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 nee. So, hier der See müsste ja zugefroren sein. Ich glaube, das war hier oben. Ich bin mir da gar nicht mehr so ganz sicher, wo die Shotgun jetzt genau liegt. Aber ich glaube, das war hier oben. Und dann können wir auch mal zu Hause mal wieder ein bisschen basteln. Das fehlt mir irgendwie. Wir waren jetzt so lange auf Tour und dann waren wir ganz kurz zu Hause und waren direkt wieder auf Tour. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Da müssen wir auch mal wieder Holz hacken. Und bauen. Und weiß der Geier was. So, ein Stückchen ist es noch. Es ist halt krass, dass die Bäume im Winter auch so komplett ihre Blätter verlieren, ne? Und so. Das ist schon sau cool gemacht in dem Spiel. Kann man gar nicht anders sagen. Aber wir haben erfolgreich die Party gecrashed. Sehr schön. Der Partyschreck. So, jetzt hoffe ich mal. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das hier oben war. Irgendwo. Oh, was ist das? Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass das hier ist. Okay, interessant. Ach, so eine Dose ist das. Die können wir mal trinken. Man sieht ja gar nicht, was man hier einsammelt vor lauter Schnee. Batterien, ja, das ist gut, die nehme ich. Die können wir auch mal speichern. Da liegt auch noch ein bisschen Sprengstoff. Ne, Munition war es. Druckerharz, noch mehr Druckerharz. Da haben wir leider keinen Drucker gefunden. Ein Kohlefaserpfeil. So, speichern wir hier mal ab. Machen wir mal einen neuen Spielstand. So. Und dann könnten wir sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder und dann versuchen wir hier die Shotgun zu finden. Ich glaube, die ist hier. Sieht halt jetzt alles ein bisschen anders aus im Winter, ne? Na ja, gut. Okay. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lege mich so lange hier ins Zelt, hier zu den Kollegen und halte mich hier warm. Gut. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein Topf. Sehr schön. Dann können wir ja hier vielleicht ein Feuer machen. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.